Könnt ihr das Ende da nochmal sichern? Das ist nicht Durchdringung. Schauen wir mal, wo haben wir jetzt das? So, dann auf geht's, oder? Na, schauen wir mal, ob die Süße was zum Song hat, ne? Na, nix Neues. Ich hab das Gefühl, Bailey wird mir nie verzeihen, dass ich ihr das Leben gerettet habe. Und bei ihm noch. Muss am nahen Gebiet haben. Auch nix. Was immer hinter dem Tor liegt, ist der Grund aus dem. Vielleicht der Außerirdische. Oder eigentlich der Einheimische. Mhm. Mag gar nicht. Ich kenne Typen wie Kang und seine Leute. Söldner, ja, der ist komisch. Haben keine Wahl. Na komisch, der wohnt da, der lebt da. Ja, trotzdem komisch. Oh, auch wieder Ski. Kang ist uns lang genug gefolgt. Damit ist jetzt Schluss. Kang hat eine große Klappe, aber wahrscheinlich taucht er nicht persönlich auf. Er überlässt die Drecksarbeit seinen Kämpfern. Na dann kann ich mich ja auf was freuen. Ich komme zurück, sobald ich das Dreckspack erledigt habe. Wieso halten die Sets so komisch? Echt? Ja, mein Charakter redet halt irgendwie jetzt auf einmal. Also da habe ich jetzt nichts gemerkt. Ja, der doppelt irgendwie. Na, bei mir nicht. Wow. Ist zwar wieder Wald, aber irgendwie auch wieder anders. Komisch. Und wir werden offener, oder wie? Oh, dann holt uns einfach mal einen Wegweiser. Und das. Ach ja, rote Pfeile, okay. Ja, okay. Was denn? Wie denn? So, Ruiz. Haben das jetzt den Kang seine Like gewinnen, oder wie? Das war mir wurscht. Nix, wo ist denn der Kisten? Ich habe noch nicht geschaut, also oh, keine Ahnung. Haben wir schon. Grün. Ja. Ah, nichts Besseres. Voll ist das, ob die Quest wo jetzt markiert habe oder nicht? Ich denke schon. Schauen wir mal. Oh, ich brauche jetzt auch nicht Fedor, wenn du mal loslegst. Naja.
Giftgranaten, die Säcke. Ja. Der schießt doch die ganze Zeit auf mich, Grütze, fix. Halt auf. So, Sniper weg. Was trifft mich denn da, aber es gibt's ja nicht. Ja, das hab ich auch gehabt. Da irgendwann schießt auf mich, wo ich nicht weiß wo. Da hinten, okay. Ja. Was? Ja, da haben wir ordentlich auf. Wow. Ein Level? Ja. Bin immer noch Stufe 23. Das muss gerade unheimlich viel XP gegeben haben, weil. Ich war ja erst 23 gerade geworden. Na, bei mir fehlt jetzt immer noch 3/4. Ich hab 19.125 von 19.828. Oha. Okay. Verstehe jetzt nicht. Ja, gut, anscheinend hast du mehrere Kills gemacht wie ich. Aber so derb. Ach, das. Ich hätte mir gedacht, dass das gleich bleibt. Ja, aber ja, so viel Unstiffer, das ist auch nicht mehr. Na, das sind fünf, knapp, ja, 8000 Unterschied. Ich war ja ungefähr gleich auf mit dir. Na? Warum vorher schon? Wahrscheinlich wird irgendeine Anzeige gebackt oder irgendwas und dann krieg ich dann, oder dann wärst dann du wieder zurückgestuft auf 22. Ja, irgendwas stimmt da nicht. Was die Kisten da schon? Ja. Ja, zweimal grün. Wow. Das bringt's. Na, das. Ich habe selber noch was, also ich 80% auf 24 gehabt. Als übrig. Also ich war ja noch am Anfang eigentlich. Verrückt. Sarah Tanner, you made also bist proud. Dann du die Hälften über mir. Ride her till the end. Zahidi. I found ja, Sarah schön. Tanner. Jetzt ist er vom Englisch. Aber gut, muss ich nicht verstehen. The final key. Time I paid that bunker one more visit. Okay, jetzt redet er von mir Englisch bei mir. Echt? Ja. Na, ich hab's gesagt gehabt, also ich bin immer noch 23 bei 19.725 Erfahrungspunkten. Ja. Genau. Aber. Da spielt irgendwas verrückt gerade. Wie gesagt, mein Charakter hat einfach mal Englisch gekriegt. Naja. Sehr schön. Ja. Wo müssen wir denn da jetzt hin? Eigentlich zurück zu ihm da wieder. Ja gut, du wärst mir nicht einmal mehr angezeigt. Ja.
Auf der Karte, nein, da ist der grüne Pfeil weg. Ich bin jetzt da bei einem Endepunkt quasi. Wo man das Gebiet verlassen kann. Wenn ich bei dem Zeit. Erst mal über. Ja! Ja, jetzt bist du wieder da. Hä? Okay. Ich war alleine auf der Karte. Ja, irgendwas später verrückt, ja. Warum bist du schon 24? Ich ja, denke, das wird eigentlich. Hä? Ja, das ist ja das Merkwürdige. Ich war ja selber noch ganz am Anfang mit Level 23. Und plötzlich Stufenaufstieg. Also bei mir fehlt dann 3/4 zu 24. Ja, das war bei mir vorher auch so. Hä? Ja. Ja, bei mir sagt's auch schon, weil das 24, hä? Ja, ja, das stimmt schon. Aber vorher war ich da, wo du auch warst. Ich hab denselben Stand. Android. Egal wo wir hingehen, komisch. Ständig müssen wir nach Kang Ausschau halten. Jetzt müssen wir dann zum Steinbruch. Und schauen wir, ob wir die Quest jetzt endlich mal fertig kriegen da. Überall Ausrufezeichen da schon wieder. Oh, yeah. Ja. Ja gut, ein neues Gebiet. Naja. Das verstehe ich jetzt echt nicht. Also von der Arbeit her haben wir ungefähr das gleiche gemacht. Ja, in meinen Augen ist das irgendein Bug. Ob ich jetzt 24 bleibe oder nicht, keine Ahnung. Aber mit rechten Dingen ist das jetzt nicht so gegangen. Ja, kannst wenigstens einen Fähigkeitspunkt vergeben, dass du irgendwie ein bisschen profitierst. Ja, kann ich. Ja, immerhin. Wo ich noch gar nicht gemacht. Dann profitieren wir ja beide davon. Aber schon komisch. Ah, für mich auch Phönix ausbauen. So, gehen wir wieder zum Bunker. Ja gut, das muss ich jetzt nicht verstehen. Na, das auch nicht. Muss man noch mal im Video anschauen. Ja. Aber ich hab noch lang nicht mit dem Levelaufstieg gerechnet, noch lang nicht. Ja, bei mir zieht es auch momentan gerade. Also wie gesagt, ich bin jetzt vielleicht bei 70. Ja, 70%. Kannst du bestätigen? Nein. Ja, dann machen wir nochmal. Jetzt hat. Ah, auf der ganz rund. Na? Na? Also so eine extra lange Ladepause, okay. Hey Doc, eins verstehe ich einfach nicht. Warum können wir immer noch Funkgeräte benutzen, wo die Anomalie doch das Signal, unsere Sonden und die ganze Langstreckenkommunikation stört? Genau deshalb benutzen wir analogen Kurzwellenfunk auf einem nicht besonders starken Hochfrequenzband. Wir können also über kurze Distanzen kommunizieren. Ein Digitalsignal, wie das von uns verfolgte, hat eine größere Reichweite und ist weniger störanfällig. Aber über größere Entfernungen wird es von der Anomalie trotzdem verzerrt. Solange es die Anomalie gibt, geht's also nur noch analog. Analoge Geräte sind viel unempfindlicher gegen elektromagnetische Anomalieschwankungen. Wenigstens das haben unsere Ahnen auf der Erde richtig gemacht. Ja, alles nochmal leicht verzögert. Na, bei mir nochmal. Was bin ich hier?
Schauen wir mal. Die Quest war jetzt so lang, da muss auch irgendwas Gutes geben. Ich hoffe. Ah, was sind das? Totenschädel. Ja. Ja, ja. Etwas chaotisch, aber effektiv. Ja. Da ist noch was zum Lesen. Ich weiß nicht, ob du das schon hast. Guck mal. Nein, das habe ich schon. Ach so, okay. So, schauen wir mal. Ja, ich freue mich drauf. Und nochmal reisen, na. Was immer sie verteidigt haben, wir sind fast drin. Mhm. Oh. Da fahren wir hier. Da irgendwas Feines. Nein. Uns bestätigen oder wieder nicht? Also. Mal schon mal nachfragen jetzt da. Ja, ab und zu sagt er es nicht auch. Da stehe ich dann rum und denke mir so, ja, was möchte denn jetzt? Ja. Zahidi, die Outriders haben in diesem Bunker Waffen gelagert. Eine ganze Menge Waffen. Von wie vielen reden wir hier? Genug, um die Apokalypse aufzuhalten. Mit Stil. Aha. Aha. Schaut ein Dort aus, ja. Ja. Erinnert mich an, hörst du wieder der DLC in Mass Effect, dem Typen, der die Geths kontrolliert. Oh. Overlord. Oh, Scheiße. Zahidi. Aber gut, da steckt keiner dran. Eine Wasserstoffbombe? Natürlich hat Thanos doch die Eliten geopfert, damit die Luke zubleibt. Ich glaube, das Beste wäre, sie zu schließen und den Schlüssel wegzuwerfen. Zahidi? Irgendwas passiert. Die Geräte stürzen ab! Verdammte Scheiße, du musst da raus, bevor sie hochgehen! Warnung! Sicherung ist defekt! Start erfolgt in Kürze! Warnung! Okay, gar nicht gut. Was mache ich jetzt? Keine Ahnung. Denkst du, ich kenne mich mit Kernwaffen aus? Warte. Ist da ein Kühlschrank in deiner Nähe? Ein Kühlschrank? Ein Kühlschrank! Du weißt doch, was ein verdammter Kühlschrank ist! Ja, hab ihn gefunden! Gott sei Dank! Los, rein mit dir! Was? In den scheiß Kühlschrank! Das Blei wird dich schützen! Was ist denn das für eine scheißblöde Idee? Oh, hab ich mal irgendwo gesehen! Mach ich bestimmt nicht! Countdown zum Start initiiert. Start in 120. Okay. 119. Da ist ein Schlitz für den Schlüssel.
117. Hör mir zu. 117. Du musst dich beeilen. Du hast Gesellschaft. Rebellen, komm durch die Luke. Ach, Sama. 112. 111. Ja, ganz toll, ja. Wahrscheinlich haben wir jetzt ein Zeitlimit, oder? Was nicht? Ja, na, sieht nix. Das haben sie sich nicht traut. Oh Scheiße, was hat denn für ein Sturm da? Shit. Ja. Genau da bin ich. Genau den Fehler habe ich auch gemacht. Genau den gleichen. Haben wir nicht so richtig beachtet, ne? Oh, alles weg. Mach mal jetzt ernst. So. Hey, neben dir. Und jetzt hier. Ah, da war. Ah! Scheiße, da war ich zu spät. Jetzt kommt der Sturm wieder da. Da ist er neben dir. Aber ziemlich geschwächt. Oh Gott, Hilfe, überall Granaten. Ach, ich hol die jetzt schnell. Kann doch nichts passieren. Oh, Granaten. Ja, beim zweiten Mal ist besser gelaufen. Oh, da kommt noch mehr. Oder die kämen nicht rein, besser gesagt. Ja, die Feigen. Uff. Aber ich mach mal Totenschädel. So, komm. Dr. Strangaluf. Aha. Flammenwerfer, hä? Ja, das tut ziemlich weh. Ah, gut. Ja, da ist auch noch einer.
Ja gut, da war ich zu langsam. Raketenstart in... Scheiße! Ich schaff es nicht! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. War ja klar. Ja. Schönen Tag noch. Ja. Geschafft. Sahidi? Wo könnten wir ein paar Schlüssel verstecken? Meldet sich keiner. So, jetzt. Wow. Mache den Weg. Ist doch Belohnungen geben, leck mir am Arsch. Ich hab nicht einmal Erfahrung gekriegt. Wow, man. Der Boss hat ja auch noch was droppt. Ja, noch gar nicht nimmer. Ja, bei mir zwar blaue. Ja, bei mir auch. War nix. Ah, jetzt Questbelohnung. Hat's gerade irgendwas Legendäres gegeben? Na, bei mir nicht. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Doch. Nimm mich zurück. Alle legendäre Waffen, genau. Gewehr. Die Route. Aha. Bei mir hat Retroch Blick gegeben. Eine Stufe 25 Gewehr mit 2620 Stärke. Müssen Maschinenpistole. Was möchte denn damit? Hm. Sei dankbar, dass du was kriegst. Ja, wird gleich verwertet. So, ich bin jetzt so weit, dass ich das blaue Zeug auch gleich wegschmeiße, weil ich brauche nicht ewig rum da. Ja, das sind Luxusprobleme, gell? Ja, bei so viel Loot, da tut's nicht weh. So, warte mal, was Ethisches. Brandung, Esser. Was war das für Schrotflinten? Das brauche ich nicht. Auto, Phoenix. Ja. Das gleiche. Ein Schlupflauf, hä? Na, bloß ein Bäuerchen noch mehr war es nicht. Ach so. Ist da irgendwo eine Munitionskiste in der Nähe? Ich hab mir noch nicht umgeschaut. Nehmen wir mal andere Schuhe anziehen. So. Auszeichnung. 11. Keine Ahnung warum, aber kriege ich nicht. Bist du jetzt fertig, oder? Komplett. Ja. Bei mir heißt es, mache den Weg frei. Grenzland. Ja, genau. Grenzland, das Tor, hab ich. Ja. Nein, wir müssen bloß Grenzland, mache den Weg frei. Schauen wir mal. Mission. Unser Traktor. Mein Basis schnell zurück. Dann muss ich mal wieder an frische Luft aus. Oh je, die Sucht. Ich bin bestimmt schon wieder 3 Stunden drin. Jetzt haben wir es erst 12. Oh ja, und wann haben wir angefangen? Ja, 8:30 oder so, ha? Das war schon eher 9:45. Ja, sei froh, dass du die Probleme nicht hast. Ja, bin ja. Ja? Ja, dann geh ich nicht rauchen. Alles klar. Ja, bis später. Bis später.